Und jetzt testen wir mal einen ganz wichtigen Satz oder den wichtigen Satz überhaupt. Und zwar sagen Sie mal den Satz, ich darf gewinnen. Ich darf gewinnen. Sagen Sie mal, ich darf besser sein als die anderen. Ich darf besser sein als die anderen. Das geht gar nicht. Also ein Satz war mal vor vielen Jahren, wenn du mal irgendwann besser bist als ich beim Golfspielen, handicapmäßig, dann lasse ich mich von dir scheiden. Okay. Mhm. Ne? Es geht darum, dass Mark sich tatsächlich von ihm trennen könnte. Mhm. So, und dieser Gedanke, sie gewinnen und der Mark dreht den Rücken zu ihnen und geht. Mhm. Nochmal festhalten, dieser Gedanke macht Angst, dieser Gedanke macht traurig. Mhm. Mark geht. Tschüss. Du hast gewonnen. Ich hab's dir noch gesagt. Besser. Mhm. Also Mark geht. Mhm. Okay. Ne? Mhm. So, dann kann man ja noch hinterher winken und sagen, alles Gute. Ich sag mal, die Geschichte ist okay. Okay, ist sie nicht so ganz. Ja? Es geht darum, dass er geht. Nun, es geht darum, dass er es gesagt hat. Das war nicht nett. Das ist auch Ärger. Mhm. Mhm. Ja. Empörung. Mhm. Wut. Ja, ne? Das ist auch ein Ding, ne? Dass so jemand das bei der Hochzeit sagt, was? Mhm. Mhm. Aber er hat dir gesagt, das war ein Scherz. Ach, so lustig. Mhm. Mhm. Ja. Sagen Sie mal, es war ja nur ein Scherz. Es war ja nur ein Scherz. Und nochmal sagen, also eigentlich bin ich da noch wütend. Eigentlich bin ich da noch wütend. Okay, ne? War halt kein guter Scherz. Nee. Und nochmal ein Stück weit die Empörung wahrnehmen. Dass er das in dem Moment gesagt hat. Fühlt sich das besser an. Ja, ne? Ja. Es ist doch ein kleines bisschen lustig, ne? Ja. So, also nochmal, auch ein bisschen verärgert sein. Mhm. Ja? Es war halt kein guter Scherz, aber es ist jetzt in Ordnung. Mhm. Mhm. Es ist in Ordnung. Also in Ordnung, ne? Ja. Aber vielleicht, wenn sie nun doch sehr viel besser werden, ne? Vielleicht geht er ja doch. Sogar das wäre unter Umständen also zu schaffen, sagen wir mal. Mhm. Gut. Wir gehen ja gleich ein bisschen rum. Und meistens ist es so, dass den Sportlern dann noch was ein- oder auffällt. Ja. Mhm. Sie haben das Prinzip ja jetzt durchschaut. Ja. Und eigentlich sind Sie jetzt eher die Expertin, die mir sagt, testen Sie das doch noch mal. Ja, okay. Ich habe, ne, also auch wo Sie sicher sind, dass Sie sagen, da hätte ich gerne noch mal einen kleinen TÜV. Ja. Nicht? Und wir testen immer nur ganz kurz und was okay ist, ist okay. Ja. Da kümmern wir uns gar nicht drum. Habe ich gleich noch eine Idee. Eine Idee? Mhm. Ja. Ja, also wenn ich den Bunker da sehe, da passiert es auch manchmal, dass ich ein bisschen ängstlich bin. Also im Prinzip ist das beim Packen, habe ich ja auch gedacht, so, dass ich nicht mehr so positiv durchgehe, wenn ich unter Druck bin, weil es ist so ein bisschen Angst. Angst irgendwie, es falsch zu machen. Und beim Bunkerschlag passiert das auch, wenn dann bei mir eher, dass ich zu wenig Sand mitnehme. Und das kommt auch daher, dass die Arme angezogen werden und man wieder so ein bisschen ängstlich ist. Okay. Also das ist so, das würde ich gerne noch mal machen mit dem Bunker. Ich möchte aber noch mal, dass Sie einfach mal das Wort sagen. Sagen Sie mal Bunker. Bunker. Das ist auch in Ordnung, ne? Mhm. So, und nun gucken Sie sich mal diesen Sand an. Mhm. Mhm. Mit dem Sand ist irgendwas, ne? Mhm. So, und einfach mal auf den Sand schauen, ne? Mhm. Wenn Sie auf diesen Sand schauen, ja, dann haben Sie ein bisschen Stress, tatsächlich, ja? So, und dieser Stress, der hat zu tun mit Hilflosigkeit. Verdacht? Ich habe jetzt einen absoluten Verdacht. Was denn? Manchmal, wenn ich zu doll in den Sand haue, dann kommt der Sand hoch und geht mir ins Gesicht. Ja. Und dann habe ich ihn in den Augen und in den Haaren und überall. Und das ist irgendwie, ja, das ist dann unangenehm. Ach so. Und jetzt denke ich so, okay, vielleicht ziehe ich da deshalb dann manchmal die Arme an, um nicht zu viel Sand mitzunehmen. Okay. Dabei sollte man ja Sand mitnehmen. Ja. Denn der Sand trägt den Ball raus.
Okay, so. Mhm. Also nochmal an dieses doofe Gefühl denken, wenn der Sand so in die Augen und in die Haare kommt, genau, an den Mund. Mhm. So, und wenn Sie das spüren, ich teste gleich mal, das ist eklig. Genau. So, nochmal gucken Sie sich das mal an und stellen sich das Zeugs mal im Gesicht vor und im Mund. Und nochmal denken, ist das eklig. Das ist ja eklig. Nochmal eine Runde ekeln. Hm? Ja. Dieser Sand, in den Haaren und in den Augen. Okay. Ja? Besser. Besser? Ja, lockert sich. War vorher lockert so sich. Angespannt. Genau, ne? Genau, ne? So, ne? Es ist halt, zu vielen Sportarten gehören manchmal Dinge dazu, ne? Die nicht die Lieblingssachen sind. Und hier ist auch mal Sand. Ne? Und der kommt auch mal ins Gesicht. Ne? Und dann knirscht er sogar mal im Mund. Ja. Tja, so ist das halt, wenn man Golf spielt, ne? Was für Zusammenhänge. Ja, ne? Was für Zusammenhänge. Ja. So, nun darf ich nochmal testen. Also, wir haben den Bunker und wir haben diesen Sand. Und der Sand ist jetzt in Ordnung. Und das ganze Areal mal hier betrachten. Bunker ist okay. Na, so. Dann ziehe ich mich wieder zurück und Sie machen auf die Weise mit mir weiter. Ja? Okay. Ich habe noch eine Sache, die ich manchmal als etwas schwierig empfinde. Das ist, wenn der Ball eine schlechte Lage hat. Schlechte Lagen sind zum Beispiel, das ist jetzt okay, weil der liegt oben auf dem Gras. Wenn er jetzt aber hier zum Beispiel in so einer kleinen Kugel liegt, Kuhle liegt, ist es ja immer schwierig, den Ball vernünftig zu treffen. Und da finde ich, da bin ich dann auch manchmal sehr angespannt. Okay, das ist jetzt die schlechte Lage. Genau. So, nochmal halten. Bitte mal auf den Ball schauen. Ja, macht tatsächlich Stress. Ne? Sagen Sie nochmal bitte schlechte Lage. Schlechte Lage. Ja, genau. So, nochmal festhalten. So, dabei geht es um emotionalen Stress, also um Gefühle. Ja, nochmal feste. Körperlicher Stress. So, nochmal feste halten. Körperlicher Stress. Sie fühlen sich zu schwach, überanstrengt. Nochmal feste. Sie fühlen sich wackelig. Ja, sind Ihre Gefühle? Sind die Gefühle vom Ball? Na, als Golfer baut man natürlich auch Beziehungen auf, ja, zu den Dingen. Ja, klar. Ja? Manchmal hasst man ihn. Und Also das ist tatsächlich so, ne? Dass es was Besonderes wird, diese Kugel. So, und was hier jetzt geschieht, ist tatsächlich ein Übertragungsstress. Ja, also natürlich müssen Sie, man sagt ja nicht umsonst Ballgefühl. Das heißt, Sie müssen immer ein Gefühl haben für Ihren Ball. So, und wenn er so wackelig liegt, ja, und Sie denken das, schlechte Lage, dann spüren Sie auch die schlechte Lage in sich. Ja. Und wo, wenn Sie mal Ihren Körper durchspüren, wo ist das wackelige, die wackelige Ballübertragung? Mach mal das Wort wackelig mitnehmen und mal von oben. Ja, im Bauch. Ich fühle das im Bauch. Also und. Und die Schultern so ein bisschen, ne? Also nochmal auf den Ball schauen. Ne? Und Sie nehmen mal Ihr eigenes Wort mit, schlechte Lage. Schlechte Lage. Und mal dieses wackelig werden im eigenen Körper fühlen. Ne? So, nochmal auf den Ball schauen. Nochmal deine ganz schlechte Lage. Und nachspüren.
Ja, also im Moment will ich ihn jetzt erstmal wegschlagen. Ja. Der sollte das erstmal befreit werden nach seiner schlechten Lage, ja. Was? Ich will gewinnen. Ich auch. Du auch. Das kann ich jetzt nicht mehr toppen. Glückwunsch. Aber ich mache den trotzdem fertig. Okay. Na hier, das beste Golf-Ehepaar. Schau mal. Waren wir auch eine Zeit lang, glaube ich. Vermutlich. Hast du alles bei mir abgeguckt? Genau, du bist mein großer Meister. Aber besser sein dürfte ich nicht, oder? Versuch's doch. Da muss ich ja mit den Konsequenzen leben. Ja, du musst das erstmal hinkriegen, Süße. Was würde dich daran stören? Das würde mich eben persönlich treffen. Die weißt Konsequenzen dazu. Ich habe immer gedacht, ich habe ein Selbstwertgefühl. Ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert. Vielleicht hast du ja ein Problem, dass du es nicht erträgst, wenn andere besser sind. Also. Luxusproblem, ne? Ja.